Russische Fahrzeugindustrie nicht ausgelastet. Die russische Fahrzeugindustrie ist nur zu 40% ausgelastet. Darüber informierte der stellvertretende Minister für Industrie und Handel Alexander Morozow. Die durchschnittliche Auslastung der Fahrzeugindustrie in 2018 betrug nur 40%. Ob sich dieser Auslastungsgrad im Jahre 2019 verbessern wird, muss angezweifelt werden. Die Firma Ford hat sich entschlossen, sich aus Russland zurückzuziehen und 3 ihrer Produktionsstätten in Russland zu schließen. Es verbleibt noch ein Produktionsstandort, der gegenwärtig neu figuriert wird. Hier werden Fahrzeuge des Typs Ford Transit hergestellt.